Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead. Ich bin der Baume und in der letzten Folge haben wir uns dazu entschieden, dass der gebissene Arm dran bleibt. Jawohl, wir haben noch beide Ärmchen und das wird auch so bleiben. Da, ba, ba, du, ba, ba, du. Ich tanze wie den ein. Zombie-Tanz wollte ich sagen. Zombie-Brains. Könnt schon mal üben. That's the church across the street from the mansion. River Street should be just beyond that. We need to head back that way. We'll stop off at the mansion, like you said, and make sure we didn't overlook anything. Yeah. Just need to figure out a way to get there. Gucken, okay, gucken. Ich guck mal direkt in die Sonne. Nein, da wird man blind. That's the church across the street from the mansion. River Street should be just beyond that. Just need to figure out a way to get there. Von Dach zu Dach und von Welle zu Welle. Aha. Was kann ich hier nochmal gucken? Na gut. Warum nicht? Weil da alles voll ist mit Zombies. Gut. Können wir hier nochmal gucken irgendwie? Nee, können wir nicht. Er läuft auch schon so ein bisschen wie ein Zombie. Leicht vorgebeugt. Ich glaube, er übt schon heimlich. Wollen wir uns mal nicht erwischen lassen. What's up over here? Bell Tower. That's what's up. Yeah. That could help. Ja. Ja, könnten wir... Wer hat hier eigentlich die Glocken geläutet, damit die woanders hinrennen, die Zombies? Ach, das war Molly, oder? Das war bestimmt Molly. With the bell tower on this side of the hospital and the mansion over there, it might be our way off this rooftop. I can make it to that bell tower. I can draw the walkers down to that side of the hospital. There'll be thousands of them. It'll thin out the streets between here, the mansion and River Street. Even if it's just for a few minutes. Keine schlechte Idee. Können wir diesen Sprung wagen? Wo ist Kenny eigentlich? Wo ist Kenny hin? Kenny war doch auch auf dem Dach. Kenny? Kenny! Kenny, 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 Kenny! Ne, okay, gut. Dann versuche ich mal rüber zu springen. Ernsthaft? Ernsthaft? Ja. Wär's mit Werfen? Haben wir irgendwo Holzbretter? No way. It's higher than this roof for starters. Okay, also müssen wir einfach nur das Haus gießen, damit es wächst. Sehe ich das richtig? Vielleicht finden wir was. Vielleicht finden wir was, was wir drüberlegen können. Eine Planke oder so. Oder ein Farbeimer, genau. Mit einem Farbeimer wird das richtig knorke. Ah, ich sehe schon was. Ich sehe schon was. The hospital must have run out of doctors. No help. Da ist wohl die Leiter umgekippt beim Malern. It's an extension ladder. Goody. Ja, was Besseres werden wir wohl nicht finden, ne? Auf zum Turm. Ist die aus Holz? Ich traue Holz nicht. Ich bin ein Mensch der Moderne. Ich verlasse mich nur auf Beton und Stahl. Am liebsten Stahlbeton. Yeah. Could buy us some time. Draw as many as we can this way. Get down off the roof on the opposite side and bust our asses getting back to the mansion. You think you should be the one to go? Yeah. My leg's feeling better. Let me do it. If we have to decide who takes a risk like this, it should be the guy who's got the least to lose. What's the worst that could happen? I get bitten again? So we're agreed then. Das stimmt, da hat er nicht Unrecht. Ich würde trotzdem Omid vorlassen. I don't like anything about this. It'll take 2 seconds. We'll keep it secure on our end. Hat jemand noch eine letzte Zigarette für mich? Okay, gut, ich mach's. Hurry. Yeah, what she said. Ja, Hauptsache ihr seid euch einig. Achtung, klettere zum Glockenturm. Ach so, ja, echt jetzt? Ich dachte, ich mache hier was ganz anderes. Ruhig, Lee, ruhig. Ah, oh shit. Das ist nicht gut. Spring! Ah! Strike! Fuck. Holy shit, man! Are you okay? Yeah, I'm fine. Try to find another way out of there? Naja, den Glockenturm selbst wahrscheinlich. Ich kann, hier gibt's doch bestimmt. Genau. Gucke mal, einer schau. Es ist zu. It's locked. Shit.
The exit in here's locked! Wie er einfach mal seinen linken Arm nicht mehr benutzt. Nur für den Fall, dass man sich dafür entscheidet, den dann doch abzuschneiden. A few solid rings of this and there'll be thousands down below. Ja, dann machen wir das. Ich könnte auch wieder rüberspringen, hä? Ich meine, holy fucking shit, ist mein zweiter Vorname. Ich mache sowas tagtäglich. Dieses No Help. Genial. Happy Hour, kommt alle her. They're coming this way. Tons of them. Jesus. Now get back here. Ja, ne? Genau. Ihr haltet die Arme offen, ich hol Anlauf. Oder ich nutze einfach meine Psy-Kräfte, um diese Leiter wieder hochzuholen. Aber ich darf meine Psy-Kräfte noch nicht verraten. Sie würden es nicht verstehen. Ich muss springen. I think I have to jump. There's no way back. You can make it. It ain't that far. Richtig, richtig. ja, du schaffst das. Wie? You got this. You got this, motherfucker. Nee, ich will nicht. Ich will nicht. Nein. We gotta go! Jump! Lass mir noch ein bisschen Zeit. Ich möchte nur noch mal überlegen, was ich alles Gutes getan habe in meinem Leben. Jump! Ja, okay. So viel Gutes war es nun mal nicht. Ah! Ja! Ohoho! Ach du Scheiße! Good goddamn leap, pal! Alter, nenn mich wie auch immer du willst. Ich nehme jeden Namen, ich habe sie alle verdient, alle Namen der Welt. Nenn mich den Springer. Unser altes Haus. Ja, genau. Jesse. Kein Bock auf irgendwelchen Firlefanz. Du bist einfach mal ruhig, bitte. Danke. So, was genau machen wir jetzt hier? Das. Holy. What the fuck? Warum? Come on. Just come the fuck on. Well, we're not coming back here after we find Clem. Who? Fuck. How could this happen? It's the guy on the radio, the one that's got Clem. They're gone. Holy shit. They're gone. Relax. Hey guys. No. It wasn't the guy on the radio. It was Vernon. No fucking way! Was, echt jetzt? The invalids? Their actions, contradict your characterization, but yeah, the invalids. He's right. They're not invalids. They're just people. People who've been dealing with shitty situations even longer than we have. No wonder they got the jump on us. I don't give a fuck if their make-a-wish was a fucking boat ride! When I find them, I'm gonna rip their throats out! We'll never find them. Ich kann's echt nicht fassen. I can't believe they did this to us. It's sick. It really is. They use your goddamn sympathy for sick folks and then stab us right in the back. They didn't use shit. They did what anybody would have done. They've been living like ghosts forever and they were fed up. That's it. Das ist mir scheißegal, das war unser Boot. He says he feels bad about it. Ja, verdammt nochmal. And Clementine behind. They fucked us. Omid, can you go over the fence and let us into the backyard? We shouldn't be out in the open. Yeah. This is not happening. Everything is so fucked. Clementine is still out there. So we get Clementine, and then what? We get the fuck out of cities. I'm done with cities. We go into the countryside and make a go of it. I don't want to go back out there again. Then don't. Go your own way. You're every man for himself until you and your boyfriend actually need something. You wouldn't have had a boat to lose without us. So shove it, okay? Everyone keep it together. Erstmal klar. Nothing has changed, has it? Nothing has changed? I mean immediately. We stay the course. Don't turn on each other. Richtig. Erstmal einen kühlen Kopf bewahren. Wir brauchen einen neuen Plan. What do you think, Lee? What do we do now, without a boat? Well, I know you two are just gonna look out for number one. And number two. You know,
yourselves. It's not like that, man. Bullshit, it's not. Don't engage him, Omid. There's other shit at play, all right? What, you got the boat hidden somewhere? Shut up, dude. Watch your mouth. Find a small town. Maybe one that hasn't been ripped up too bad. At some point, people are gonna have to start rebuilding. And you guys and Clem should be part of that. I don't know. Lee's right, Krista. We've been so goddamn scared of strangers for so long, but at one point, we gotta take our chances, right? This is bullshit. You might not even be around, so... With all due respect, Lee, his opinion doesn't carry a lot of weight. Hey, it's still his little girl out there. She's number one. That's the end of that, okay? But what about... Yeah, what about the shit! Zombie? Here they come! In the house! Fuck it. Ich glaube, ein kleiner Ort wäre echt gut. Diese großen Städte sind einfach zu voll. Be able to get into the backyard, right? Mit Toten. Maybe not. We can secure this place. Krista. Was? Search the house for weapons. On it. Stumpfe Gegenstände. Verschieb Möbel. Move anything you can up against the doors and windows. That's what I was thinking. Omid. Omid, beweg dich. Einfach nur bitte nicht nur rumstehen. Ja, sehr gut, sehr gut. Helft alle Omid, vordere Tür. Front doors! Back doors! Nimm das! Und das! Und das hier auch nochmal! Und jetzt lass doch mal bitte los! Danke. Oh, die müsst jetzt auch so loskrabbeln. Cut their fucking arms off! There's gotta be a knife or something in there! Hurry! Da ist doch bestimmt eins drin. Das sieht aus wie eine Besteckschublade. Ja, na hallo! Take no, your goddamn arms we are off. Fucking talking! Ja, da, den auch! Finger weg! Richtig! Du da! Ich stehe nicht auf Krapschen, nicht auf Sackhöhe! Now what? Was davor schieben? Wird das halten? Bald auf den Kampf? Wir verstecken uns? This is a big, sturdy house. It'll hold. Yeah, I think so too. Okay, gut, ich... Es wird vielleicht doch nicht halten, Scheiße! Get upstairs! Go! Nein, nicht nach oben! Nach oben ist immer schlecht! Oh, mit dir hab ich noch eine Rechnung offen! Du Schweinchen! Die Schweinebacke! Wollt uns umbringen! Ja? Achso, ja, okay, gut. Ja, ich helfe dir, natürlich, natürlich! Push it to the limit! Na? Na, komm schon! Jetzt mach doch mal volle Möhre! Everyone get to the end of the hallway! This'll slow him down! Get to the end of the hallway! And take genau. A fucking stand! Sie können nicht klettern, genauso wenig wie kriechen. Jetzt machen wir voll einen auf 300-Style. Let's get as many as we can. When we see an opening, we go for it. How many bullets y'all have? 3. 5. 4. Y'all know where to aim. Am besten ihr sagt noch vorher, auf wen ihr schießt, damit niemand Munition verschwendet. Komm, das machen wir noch schnell und danach mache ich mein Outro an. Oder machen wir das doch nicht schnell? Da ist einer. Bam! Das waren 2 Schüsse. Okay, ich lasse sie erstmal schießen. Moment. Fuck! Munition verschwendet. Scheiße, schieß doch nicht auf die, die ich abgeknallt habe. Me too! Fuck! We go. There's no goddamn opening. Up. Haben wir jetzt einfach mal völlig sinnlos Munition verschwendet? Hätten wir nicht die ganze Zeit da hochgehen können, Leute? Zu dem kleinen toten Jungen. Sie können ja doch klettern. Ja, lass liegen, ist eh leer. Sehr gut. Warum haben wir das nicht gleich gemacht? Warum haben wir erstmal Munition verschwendet? Everyone okay? Lee still bitten. Shut up. Okay. Let's get out of here and keep moving. Kid's right. We gotta keep moving. Think there's any chance we get Clem and catch up to those goddamn thieves? I don't know. Maybe. Well, we're not going out through this window. No latches, no roof access, and 30 feet straight down. Anyone have any ideas? I bet this guy would. He's got a resourceful air about him. Knock it off. Dixon Kent III. Industrial... Mead? Krista. Just trying to lighten the fucking tone. We need solutions, not stupid jokes. Ja, ist was dran. Aber ich mag's, wenn jemand trotzdem noch Witze macht. I'm sorry. Da hat sich ja jemand ganz schön eine Stimmungsschwankungen. So. Was? Was hab ich gesagt? Was?
Das Outro. Huch, und der falsche Knopf. So. Das Outro hat schon geklingelt. Es wird Zeit für ein kleines Päuschen für mich. Ja, auch ich brauche hin und wieder kleine Päuschen. Und, ja. Warum haben wir gerade so viel Munition verschwendet? Ich verstehe es nicht. Wir hätten jederzeit hochgehen können. Ganz easy. Ja. Und Munition sparen. Ich meine, was ich nach wie vor nicht verstehe an dieser Serie ist, es ist Amerika. Amerika, da sind Waffen so normal wie Küchenmesser. Die gibt's in jedem Laden. Warum haben wir immer noch keine Schalldämpfer? Warum haben wir nicht Munition bis zum Umfallen? Warum hat nicht jeder einen Rucksack auf, randvoll mit Munition? Wenn schon nicht Konserven, warum dann nicht wenigstens Munition? Warum hat jeder nur eine Pistole? Dort gibt's Maschinengewehre. Es ist nicht so, dass das was Besonderes ist bei denen. Das ist ganz normal. Das gehört dort einfach zum Laden dazu wie Klopapier. Glaube ich. Wurde mir so gesagt. Und ich bin davon überzeugt, dass das stimmt. Weil die Amis sind ja auch stolz darauf, dass jeder sich einfach so eine Waffe kaufen darf. Warum haben die so wenig? Und wir sind jetzt nicht so vielen Leuten begegnet, dass das schon alles weggeplündert gewesen wäre, meiner Meinung nach. Oder hätte man halt deren Waffen genommen. Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir jetzt keine Munition mehr und müssen uns irgendwie einen Weg raussuchen. Naja, in der nächsten Folge. Bis es soweit ist, sag ich, ich bin der Baume. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns. Bis es soweit ist, sag ich, auf Wiedersehen und reingehauen. Cheerio.